Jo, servus, hallo, hallo und damit ganz, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine sehr verehrten Zuschauer, Zuschauerinnen, heute geht's um den Duft, der knapp als der Community-Duft des Monats Mai, der knapp, ich sag nur knapp verloren hat, mit einer Stimme Unterschied von zwei kläglichen Stimmen. Ja, ich habe es in einem anderen Video schon ein bisschen erwähnt. Es ist ein bisschen traurig, muss ganz ehrlich sagen, ja, ein bisschen schade. Auch wenn Ferien sind, auch wenn die Pfingstferien sind, habe ich mir da ein bisschen mehr Input oder Impact versprochen. Heute, bevor es losgeht, heute gibt es was Flüssiges. Ich habe Saubierdurst heute. Und zwar ein 1664. Das ist noch von unserer Frankreich-Tour. Ja, ich habe nicht alles leer gesoffen. Cheers auf euch. Ist ein geiles Bier, wirklich. Für den Sommer mega erfrischend. Das einzuschenken in ein Glas rentiert sich nicht, weil es ist in einem Zug weg. So, jetzt kommen wir aber wieder zum Hauptthema. Meine sehr verehrten Zuschauer, Zuschauerinnen. Ja, der Mandarin, Mandarin Sky. Der Mandarinenhimmel. Manchmal oder ja, oft ist es ja im Parfüm-Game so, dass wenn man mal einen Duft unter der Nase hat, ja, und man testet irgendwann mal, ja, wieder einen anderen Duft, wieder einen neuen Duft, wird man Gemeinsamkeiten feststellen. Und ich war total, ja, also, muss ich schon sagen, total geflasht, überrascht, weil der Mandarin Sky kam mir irgendwie bekannt vor. Entschuldigung. Aber nicht durch diesen hier. Nicht durch den Originalskandal. Das kann ich euch gleich mal vorneweg sagen. Mit dem Skandal hat er vielleicht ja im Drydown hat da ein bisschen Ähnlichkeit. Aber der Skandal, der Skandal funktioniert ein bisschen anders da. Nichtsdestotrotz, ebenfalls, im Vorfeld euch gleich mal gesagt, der Duft ist per se nicht schlecht. Das muss ich euch gleich mal, ja, zu Anfang an sagen. So, jetzt kommt wieder mein berühmtes Mikro, was ich hier festklemmen muss. ich habe den Duft diese Woche, allerdings muss ich dazu sagen, nur einmal drauf gehabt. Nur einmal. Und da ist mir was aufgefallen, das fand ich schon bemerkenswert. Der Odyssee soll ja ein Skandal-Dupe sein. Der hat so eine würzige Kopfnote. Also mit frisch fand ich da jetzt nichts. Wir hatten ja jetzt auch, die Temperaturen waren ja jetzt nicht so toll diese Woche. Und diese Würzigkeit oder diese, ja, er hat schon eine frische Note. Und wisst ihr, mit welchem Duft da sofort Erinnerungen gekommen sind? Unglaublich, oder? Ja, mit dem Zanzibar. Also ich habe, vielleicht bin ich auch duftblind. Ihr könnt mir es ja mal reinschreiben für all diejenigen, die den Duft haben.
Ich würde sagen, wir fangen erstmal von vorne an. Also die Präsentation von dem Duft finde ich sehr nice in dem kleinen quadratischen Karton. Hat ein bisschen Ähnlichkeit, ja, mit den Randsteindüften, also so von der Kartongröße und so weiter und so fort. Also ja, also die Farben sind sehr, sehr, ja, sehr, sehr ansprechend. Also da gibt es definitiv nichts. Auch die Präsentation von dem Duft selber finde ich ganz originell. Und ja, das ist, finde ich jetzt mal was anderes. Der Deckel schließt übrigens sehr gut ab. Der Flakon, ja, das könnte man jetzt an so eine Thermosflasche oder so eine Thermoskanne erinnern, ja, mit dem Deckel da. Aber der Deckel ist, das ist Hartplastik, ja, der ist also schon ein bisschen schwer. Macht einen super duper Eindruck. So, ich werde den Duft mal aufsprühen. Der Sprüher ist allerdings verbesserungswürdig. Das kann man definitiv sagen. Ja, und ich habe den mit dem vorhin mit dem Asad Zanzibar mal drauf gesprüht. Das haut mich von den Socken. Und da habe ich, ich habe noch nichts getrunken, gell? Erstmal noch ein Prösterchen auf euch. Ja, der riecht. Also vielleicht spielt auch mein Gehirn verrückt. Ich weiß es nicht, könnte man ja mal in die Kommentare reinschreiben. Der hat eine salzige Kokos oder ein, ja, eine salzig fruchtige, aber nicht nach Mandarine oder Orange, was da alles drin sein soll. Also das kann ich fast nicht, kann ich echt nicht nachvollziehen. Ich rieche weder Mandarine, ich rieche weder Orange. Ich rieche eine gewisse, ja, eine gewisse Fruchtigkeit, aber auch was so in Richtung Kokosnuss geht. Allenfalls des Salzes. Da ist auch so eine salzige Note drin. Das ist diese salzige, langsam, ja, ich weiß, ich weiß. Also diese salzige Note kommt wohl von dem Safran. Das ist so eine würzige Note, also nicht direkt Salz, aber eben so eine gewisse Würzigkeit. Und das kommt vermutlich, schätze ich mal, von dem, ja. Von dem Salz. Der Duft ist übrigens sehr linear, also da ist jetzt kein Duftverlauf. Ich rieche diese, er hat ja dann im Dreidaun hat er ja ein Holz drin. Er hat in der Herznote hat er Karamell, Takedes, Tonkabohne. Also diese süße Note, diese süße Komponente ist faktisch mit dem identisch. Absolut identisch. Ich merke da keinen Unterschied. Auch was die Kopfnote angeht. Wie gesagt, so eine, ja, könnte man sagen, so eine würzige Kokosnuss. Ich weiß nicht, wie die den, ja, wie der Akkord oder der Duftakkord, wie die das da hinbekommen haben. Der Deckel rastet übrigens genial ein. Also so einen guten Einraster würde ich mir eigentlich bei jedem Duft wünschen. Der Duft kostet ja per se jetzt auch nicht so viel. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der kostet, aber ich glaube, der liegt so bei 22 oder 25 € maximal. Zwischen den beiden ist kaum ein Unterschied. Kaum. Also wer den Zanzibar kennt und mag, der sollte mal auf jeden Fall den Mandarin Sky probieren. Aber der hat mit dem Skandal hat er auch nichts am Hut. Wie gesagt, ein bisschen was von dem süßen, von den süßen Noten, die kommen im Dreidaun. Also da ist sich der Zanzibar und der Amaf, da sind sie sich sehr ähnlich.
da könnte man noch Gemeinsamkeiten ja mit dem Skandal feststellen, aber das war es dann auch schon. Also es ist also ein hundertprozentiger Dupe sowieso nicht und wenn, dann würde ich nur sagen 50%, wie er dem Skandal, was er da Ähnlichkeiten hat. Stefan, du hast den Duft auch. Kannst du mal testen oder kannst du mal einen Vergleich ziehen, aber du magst ja eh nicht dieses Kokosnuss. Also hier ist, würde ich sagen, vielleicht diese würzige Note oder diese würzige Duftkomponente, dieser würzige Duftakkord, der ist recht präsent. Also ihr habt eine gewisse Würzigkeit und dann eine gewisse Süße. Ist der Duft okay? Kann man den kaufen? Ja, klar, logisch könnt ihr den kaufen. Es ist ein würzig-süßer Duft. Mir gefällt er eigentlich. Mir gefällt auch der Zanzibar. Ich habe da mit dem Zanzibar überhaupt gar kein Problem. Ja, was da manche als Gummiakkord bezeichnen, das kann ich ganz bedingt nachvollziehen, ja, weil ich den Gummiakkord auch Dings gerungen habe. Aber nichtsdestotrotz ändert es ja nichts an dem gesamten Duft. Also ich muss sagen, für mich geht der Duft in Ordnung. Ich finde es sogar, Entschuldigung, ich finde es sogar ganz, ganz ansprechend. Sorry. Also von der Optik her würde da sogar eine 10 bekommen. Der Zanzibar sowieso auch eine 10, ja. Also die Düfte haben eine gewisse Ähnlichkeit, definitiv. Und ich krieg, wie gesagt, ich krieg bei dem Armaft, das ist komisch, ich krieg da eine Kokos, ich krieg eine Kokosnot, obwohl da kein Kokosnuss oder keine Kokosnuss angegeben ist. Da ist nichts an Kokosnuss drin und ich krieg auch keine frische Note. Ich krieg weder Mandarine noch Orange, also von daher ist er schon mal mit dem Skandal definitiv überhaupt gar nicht vergleichbar. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ich habe den hier intensiv getestet mit den paar ml, was da drin sind. Und er hat eine, das muss man halt sagen, eine wesentlich frischere Eröffnung. Besser, ja, klar. Jo, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ihr könnt mir ja gerne mal drunter schreiben in die Kommentare, ja, ob ihr den habt und was ihr von dem Duft, ja, wie ihr den Duft findet. Ansonsten würde ich sagen, ja, war es das gewesen. Dann wünsche ich euch definitiv einen wunderschönen Feiertag morgen. Lasst es euch gut gehen und ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Ciao.